Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, was ist denn hier los? Wir haben hier eine riesengroße Tsunami mit einer Base. Wir haben hier tatsächlich eine Tsunami-Base. Die sieht super, super doll sicher aus. Vor allen Dingen hier mit den zwei Wachtürmen, mit den ganzen Geschützen und Lasern. Die Tsunami-Base ist super, super, super doll sicher hier. Ja, abgesichert insgesamt. Und Moment mal, hier haben wir eine kleine Bauruine. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit einigen Kisten. Und was haben wir denn hier insgesamt? Hier sind auch ganz viele Spinnweben und Skelette. Okay, was haben wir hier in den Kisten drin? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zum Essen. Wir haben hier ein bisschen Rüstung und ein Schwert, das insgesamt 6 Damage macht. Okay, haben wir hier noch was? Hier haben wir noch mehr Rüstung. Schau mal. Cool. Warte, gib mir mal was ab. Ich gebe dir mal diese Rüstung hier. Die können wir auf jeden Fall anziehen. Wie cool das aussieht. Wir haben blaue Rüstung und auch ein blaues Schwert. Moment mal, hier haben wir noch eine Kiste. Tatsächlich, wir haben sogar hier eine Axt, die 13 Attack Damage macht. Und noch einen Helm, den ziehe ich auch mal an. Und hast hier du haben wir noch ein Schwertchen für mich? Ja, 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 schau mal, schau mal, schau mal. Möchtest du die helle oder die dunkle Rüstung? Ist mir egal. Okay, dann gebe ich dir die helle. Bitteschön, bitteschön und bitteschön. Ich habe hier die dunkelblaue Rüstung. Du bekommst auch ein Schwertchen und wie auch ich aussehe, die Axt. Oder? Und auch ein bisschen was zum Essen. Wie cool ist das denn? Wir haben einfach Wasser-Tsunami-Rüstung. Und damit sind wir super, super gut ausgerüstet, um hier in die miese, fiese Tsunami-Base einzubrechen. Epic. Was sind das für Gegner? Siehst du die? Die miese, fiese Tsunami-Base wird von super, super, super vielen Tsunami-Gegnern hier abgesichert. Die haben alle Schwerter und das sind super, super, super viele. Und vielleicht sind in der Base noch mehr Gegner. Das ist absolut ganz und gar nicht gut. Okay, wir haben auf jeden Fall schon eine relativ gute Rüstung. Wir haben ein starkes Schwert und eine sehr, sehr doll starke Axt, die fast 14 Attack Damage hat. Das ist super, 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 super doll gut. Aber leider können wir nicht so schnell damit angreifen. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir craften uns ein paar Bötchen und fahren zur riesengroßen XXL Tsunami Base und versuchen dort die ganzen miesen, fiesen Gegner wegzuschnetzeln. Und ich bin sehr doll gespannt, was sich in der Tsunami Base drin befindet. Ich habe eine Idee. Wir können zusätzlich, Katja, hier aus den Spinnweben noch einen Bogen machen und ein paar Pfeile brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Hast du mal die Axt ausprobiert? Wow, wir können richtig viel Holz auf einmal damit abbauen. Ja, guck mal, ich habe hier das alles auf einmal aufgebaut. Wow, die Axt ist super, 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 super toll stark. Das wird auch alles abgebaut. Okay, mehr als genug Holz haben wir auf jeden Fall. Crafting Table haben wir hier auch. Da mache ich auf jeden Fall für uns beide einen Bogen. Ich hab ein Boot. Achso, ein Bogen. Auch ja, cool. Einen Bogen machen wir auch. Zwei Bögen habe ich. Schau mal, bitteschön. Danke. Dann mache ich natürlich auch noch. Oh, ein Boot hast du ja schon für mich gemacht. Dankeschön. Wir brauchen auf jeden Fall noch Pfeile. Dafür brauchen wir Federn und Flint. Die können wir auch holen und uns dann sehr, sehr gut ausrüsten. Die Stickies kommen in die Mitte. Federn kommen unten hin. Und Flint kommt oben hin. Damit haben wir 40 Pfeile. Oh, ich kann auch ein bisschen mehr Pfeile machen. Moment mal. Und zack, damit haben wir, wow, 2×64. Guck mal, ich gebe dir mal die Hälfte und nochmal 6 Stück. Damit sind wir sehr gut ausgerüstet. Wir haben sehr gute Rüstung und auch eine Axt und damit geht's hier vorne zur miesen, fiesen Tsunami-Base. Und ich glaube, Kater, dass wirklich die Gegner sehr, sehr doll stark sind. Was ist da los? Aber ich glaube, im Wasser sind sie sehr, sehr doll langsam. Das sind aber sehr, 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 sehr viele. Aber die halten auch nicht allzu viel aus hier insgesamt. Wir können die relativ gut wegschnetzeln. Guck mal, ich kann mein Schwert benutzen. Oh, die machen mir trotzdem Damage. Oh, oh, pass auf. Ich kann auch mein Schwert. Oh, die machen mir Damage. Hilfe. Ich mache den Damage, ich mache den Damage. Okay, die machen mir aber auch Damage. Das sind auf jeden Fall super, super, super viele. Okay, ich habe nur, ich hatte nur 3 Herzen insgesamt. Die sitzen in mein Boot drin. Oh Gott. Was, die sitzen in deinem Boot drin? Oh, oh. Und Moment mal. Ich sehe hier auch den Tsunami-Boss. Befindet er sich hier in der Tsunami-Base drin? Ich glaube schon tatsächlich. Okay, wir müssen auf jeden Fall die ganzen miesen, fiesen Tsunami-Gegner hier wegstetzeln. Oh, stimmt. Mit dem Bogen machen wir auf jeden Fall einiges an Damage. Wenn wir die alle weggestetzelt haben, müssen wir irgendwie hier in die Tsunami-Base reinkommen und dann den Tsunami-Boss wegschnetzeln. Boah, aber guck mal, wie viele da noch kommen, ne? Das sind sehr, sehr viele noch. Das stimmt. Das sind super, super, super doll viele Tsunami-Gegner hier insgesamt. Aber zum Glück halten die nicht allzu viel aus. Und ich glaube, auch hier mit unserer Axt machen wir sehr, sehr doll viel Damage. Oh, oh, die macht die Axt habe ich noch gar nicht ausprobiert. Guck mal, Karte, die schwimmen hier fast bis zum Ufer schon rüber. Was ist denn da los? Lasst uns in Ruhe. Oh, oh, die sind so läumig, so ein Fies. Oh, zack und zack. Warte mal, ich kann ein bisschen unter sie tauchen. Oh, das ist sehr gut. Von unten treffen sie mich auf jeden Fall nicht. Aber ich kann denen sehr, sehr doll viel Damage machen. Oh, bitte wegschnetzeln, bitte wegschnetzeln.
Das klappt auf jeden Fall sehr, sehr doll gut. Du machst den mit der Axt Damage. Die Axt ist ein bisschen langsam insgesamt. Aber schau mal, wenn wir die zu zweit wegschnetzeln, sind wir sehr, sehr doll stark. Wie gut ist das denn? Oh, die werden weggeschnetzelt. Die bitte auch alle. Die sitzen wirklich in unserem Boden drin. Die sind miesen fies. Oh, die sind echt miesen fies. Okay, die haben wir weggeschnetzelt. Die werden hier aus dem Bötchen weggeschnetzelt. Ey, und zack, ich sitze mit drin. Warte, warte, warte. Du kannst fahren und ich kann schießen? Oh, und ich kann sogar schlagen. Tatsächlich, das klappt richtig, richtig gut. Wenig Leben. Ich habe richtig wenig Leben. Oh, oh. Ich muss weg. Pass auf. Eineinhalb Jahre. Ja, oh, pass auf, steig ein, ich rette dich. Okay. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, die sind richtig so ein fies. Und hier vom Boot können wir sie auf jeden Fall zu zweit sehr, sehr gut treffen. Kann und ich auch? Absolut, hast du gar keine Chance. Oh. Das bin ich. Ah, das bin ich. Schnell weg. Den haben wir weggeschätzt. Sehr gut, den haben wir auch weggeschätzt. Das sind super, 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 super doll viele hier insgesamt. Was denn da los? Ich schwimme mal hier zum Tsunami hin. Wir können hier tatsächlich auch auf die Wachtürme hochklettern. Hier auf der Seite wird die Tsunami-Base auch wirklich sehr gut bewacht. Und der Tsunami ist wirklich riesen, riesen, riesen groß. Es sind so viele Wachen hier. Warte, warte, warte. Ich gehe mal hier in den Turm rein insgesamt. Schnell zumachen. Hier können wir sogar nach oben klettern. Das ist ja richtig, richtig voll praktisch. Moment mal, ich kletter mal nach oben und versuche mal hier von oben die miesen, fiesen Wachen alle wegzuschnetzeln. Ja, ich habe jetzt hier den kleinen Haufen, habe ich jetzt gleich hier. Oh. Also der sollte gleich erledigt sein. Ja, ich helfe dir von oben, ich helfe dir von oben. Schau mal. Dankeschön. Zack und zack. Die haben absolut gar keine Chance. Und Moment bei Katja. Was ist denn da los? Ich sehe hier auf jeden Fall den riesengroßen Tsunami-Boss. Und da ist ein Steve. Oh nein. Ein Steve wurde hier einfach von den Tsunami-Männchen entführt und wird hier einfach in der Tsunami-Base eingesperrt. Der arme Steve, der sitzt da. Okay, den Steve müssen wir unbedingt hier befreien. Und das sind so, so doll viele Gegner. Hier auf der Seite sind noch richtig viele. Und ich glaube, hier hinter der Tsunami-Base sind noch mehr Gegner. Da sind ja auch welche, stimmt. Ja, 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 das sind super, super, super doll viele. Oh, Achtung, die sind hinter dir, die sind hinter dir. Ja. Der wird weggeschnetzelt. Bitte einmal wegschnetzeln. Den haben wir. Den... Na, sehr, au, oh, das tut mir leid. Entschuldigung. Ich komme nach unten, ich komme nach unten. Und zack, ich helfe dir, Katja. Okay, mit der Axt mache ich auf jeden Fall relativ viel Damage hier insgesamt. Bitte wegschätzen, bitte wegschätzen. Aber das Schwert ist auf jeden Fall ein bisschen schneller. Und ich kann, glaube ich, damit auch mehrere... Oh, gleichzeitig treffen. Guck mal. Oh, ja, ja. Sehr gut. Zack. Okay, da bauen wir hier auf jeden Fall unsere kleine süße Base. Ich bin sehr doll gespannt. Dann baue ich hier auf jeden Fall die Wände so aus Holz. Ganz genau so. Zack, zack, zack. Hier oben drauf werden auf jeden Fall ein paar Barrikaden platziert. Ganz genau so und so. Die Base muss nicht allzu groß sein, aber auf jeden Fall sehr, sehr doll sicher. Ganz genau so. Ja, das gefällt mir sehr gut. Hier auf der Seite werden natürlich auch Wände gebaut. Ganz genau so. Ja, ich glaube, das passt sehr gut. Okay, damit sind wir hier auf jeden Fall ein bisschen sicherer gegen die miesen, fiesen Tsunami-Gegner hier insgesamt. Hier werden auf jeden Fall noch ein paar Barrikaden gebaut. So. Und wir könnten uns tatsächlich, Kata, hier eine Art der Brücke rüberbauen. Ja. Ich glaube, das wäre richtig, richtig doll gut. Somit kommen die Tsunami-Gegner ja nicht zu uns nach oben, aber wir können sie sehr doll gut wegschnetzeln. Die kommen auch schon zu uns. Das ist super, 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 super doll gut. Und Kata, oh, die kommen hier zu unserer Base. Die dürfen auf keinen Fall hier in unsere Base reinkommen. Wir haben hier auf jeden Fall, oh, noch richtig doll coole Waffen insgesamt. Hm? Wir haben hier zum einen Laser. Oh, der sieht cool aus. Dann haben wir eine Biowaffe und hier auch eine Tesla-Waffe. Die, glaube ich, Strom schießt gerade. Guck mal, wie stark die ist. Oh. Oh. Die Gegner haben ja absolut sogar keine Chance. Moment mal. Hiermit, oh, kann ich die Gegner auch so gut einfach weglasern. Das warst du. Das tut mir leid. Dein Helm ist kaputt gegangen, glaube ich auch. Schau mal, wie stark die Waffe hier ist. Au, ich bin vergiftet. Warst du das? Nein. Doch, ich glaube wohl schon. Nein. Katja. Und Moment mal. Ich kann die Gegner auch sehr gut vergiften. Die halten ja wirklich absolut ganz und gar nichts aus. Die haben keine Chance. Wie gut ist das denn? Die Gegner bitte auch alle ein bisschen vergiften. Das tut mir leid. Die zwei Gegner werden auch noch weggeschnetzelt. Die haben absolut ganz und gar keine Chance. Und ich glaube, ist auch noch einer. Hier sind auch noch welche. Komm, hilf mir. Oh, oh, ich helfe dir. Das sind auf jeden Fall die letzten Gegner, die hier vor der Base sind. Das ist der Boss. Das ist der Tsunami-Boss. Der luschert hier ein bisschen durch. Was ist denn da los? Oh, nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Ich hole den Strom, ich hole den Strom. Hier werden alle, alle, allesamt weggestetzelt. Die auch wegstetzeln. Sehr gut. Okay. Alle miesen, fiesen Gegner, die die Tsunami-Base hier außen beschützt haben, haben wir weggestetzelt. Und Red Bakacha, wir kommen hier nicht rein. Die Türen können wir nicht öffnen. Wir brauchen hier ein Passwort. Warte mal, 1, 2, 3. Das ist nicht das Richtige. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwo das Passwort finden. Hier können wir rein. Um hier durchzukommen. Moment mal. Denkst du, die Passwörter sind hier bei den Wachtürmen? Ah, hier ist eine Kiste. Und da ist der große Boss. Hier ist tatsächlich. Wie ist der denn? Der ist riesendoll groß. Oh, nein, 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 nein. Und tatsächlich, hier ist das Passwort 1345. Okay, da geht es auf jeden Fall hier ab nach unten insgesamt. Und tatsächlich, das war richtig. Oh, das sind ja noch mehr Gegner. Was ist denn da los? Oh, nein, 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 nein. Die müssen wir auch alle, alle, alle wegschnetzeln. Warte, warte, warte. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Die werden alle, alle hier vergiftet. Meiner!
Das sind so viele Gegner. Oh mein Gott. Und, das sind richtig viele, Aua. Ich nehm die Tesla-Gun. Und hier mit den letzten kleinen Gegner. Und jetzt, Gata, müssen wir den riesen Tsunami-Boss wegschätzen. Der macht Damage, der macht Damage. Oh, ich habe nur 4 Herzen. Oh. Der ist riesengroß. Allein das Schwert ist ja schon riesig. Was ist denn da los? Oh, der macht mir viel Damage. Pass auf. Aber nicht mich vergiftet. Oh, oh. Gata, ich rette dich. Er wird weggeschätzelt. Und zack. Okay, wir müssen noch ein bisschen mehr Damage machen. Wir können ihn gleich wegschnetzeln. Und zack. Oh, sehr gut. Oh, macht der Damage. Pass auf. Oh, der macht echt viel Damage. Ich muss auch ein bisschen regenerieren. Ich helfe dich, helf dir. Ein Herz. Der dreht sich. Was ist denn da los? Noch ein ganz kleines bisschen. Dann haben wir ihn. Und noch ein bisschen. Wir haben ihn weggeschnetzelt. Sehr gut. Tatsächlich, wie gut ist das denn? Wir können hier einfach den armen Steve befreien. Was ist denn da los? Oh Gott, der Arme. Danke euch beiden. Das war sehr knapp. Der Tsunami-Boss hat mich gefangen gehalten. Zum Glück konntet ihr mich retten. Kein Problem, Steve. Oh, das hat richtig, richtig doll gut geklappt, Kata. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.